Was ist eigentlich der Patronus von Draco Malfoy? Das und mehr jetzt in diesem Video. Es ist im Allgemeinen ziemlich schwer zu sagen, was der Patronus einer Person ist, aber was sicher ist, ist, dass das jeweilige Tier aus einem bestimmten Grund ausgewählt wurde, um der Patronus einer Person zu sein. Für viele Personen ist klar, was ihr Patronus ist, aber es wird nie wirklich klar, was der Patronus von Draco Malfoy ist. Wir können in der Serie viele Persönlichkeitsmerkmale von Draco erkennen und daher einige Tiere ausschließen als auch einschließen. Wir können daher mit seinem Namen beginnen. Draco ist der lateinische Name für Drache, welches ein wildes, mächtiges und furchterregendes Ungeheuer ist. Er schreckt vor keiner Herausforderung zurück und dies beantwortet die Frage, ob Dracos Patronus ein Drache ist, schnell. Nein. Draco hat viel Tapferkeit bewiesen, aber keinesfalls hat er jemals die Charaktereigenschaften von einem Drachen gezeigt. Der Drache ist zwar eine coole Kreatur, aber Draco bekommt diese leider nicht als Patronus. Er floh vor Herausforderungen, denen er nicht gewachsen war oder die er nicht bewältigen konnte. Draco hat trotzdem Mitgefühl und Tapferkeit gezeigt, als er Dumbledore im auserwählten Moment nicht tötete. Dies war natürlich das Richtige und dafür muss er schließlich die Konsequenzen tragen. Dracos Charakter hat sich über die Jahre hinweg weitergebildet und war keinesfalls schwach. Er zeigte in seinem späteren Leben viel Stärke, als er Astoria Greengrass heiratete, eine nicht reinblütige Zauberin, die seine Eltern natürlich nicht akzeptierten. Dies war Draco aber egal. Außerdem bekamen beide einen Sohn namens Scorpius Malfoy. Seine Frau Astoria starb ziemlich jung an einer angeborenen Krankheit und auch dort zeigte er Mut und Herz, als er sich um ihren gemeinsamen Sohn als Single-Vater kümmerte. Er ließ nie wirklich eine andere Frau an sich ran als Astoria Greengrass. Ihr Tod ließ ihn wirklich am Boden zerstört zurück und er gab sein Bestes mit der Erziehung von Scorpius, da Astoria es so wollte. Ich persönlich denke, dass Dracos Patronus aus diesem Grund ein Pinguin war. Pinguine paaren sich ein Leben lang nur mit einem Partner. Draco hatte nie eine andere außer seiner Frau geliebt. Draco wollte auch nach dem Tod seiner Frau keine andere Partnerin mehr finden. Ein Pinguin kämpft nur, wenn es wirklich notwendig ist, aber halt nicht immer. Man hat natürlich keine klare Antwort darüber, was sein Patronus wirklich war, aber ich könnte mir den Pinguin sehr gut bei ihm vorstellen. Was denkst du darüber? War Dracos Patronus ein Pinguin oder war es doch ein anderes Tier? Zu guter Letzt schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare und natürlich schreib auch gerne in die Kommentare, was dein eigener Tierpatronus wäre. Das würde mich sehr interessieren. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn es ein relativ kurzes Video war. Und wenn das Video dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.